Hallo und herzlich willkommen zurück zu einer neuen Folge von Let's Play Alter Ego. Wir stehen hier mit Detektiv Briske, hinterm Friedhof sozusagen, wo der gute Leibarzt von dem Sir Williams ermordet worden ist. Und vorweg, es gibt eine kleine Änderung in Sachen Uploads, und zwar kommen jetzt keine 4 Folgen mehr, sondern nur noch 3. Dafür sind diese alle 25 Minuten lang, weil ich doch manchmal nicht sehr viel getan kriege in der Aufnahmesession, vor allem bei so Spielen wie Disciples 3, und das ist sehr ärgerlich. Und dadurch, dass ich jetzt immer 25 Minuten aufnehme, habe ich halt 15 Minuten mehr in der Woche, das heißt sozusagen noch eine Folge mehr. Und dadurch, dass ich das dann halt nur in 3 Folgen hochlade, ist das für mich, wie gesagt, besser zu hochladen. Nur mal so vorneweg, damit ihr das wisst. Obwohl, es guckt ja, wie gesagt, eh keiner Alter Ego, also ist das scheißegal. Hier in dem Fluss kann ich Wasser einfüllen in dieser Kiste. Da habe ich Jahre gebraucht, um darauf zu kommen. Weil ich das so bescheuert fand, weil es hier einen Brunnen und alles gibt und nirgendwo kann man Wasser einfüllen, aber hier in dem Fluss kann man's. Was soll ich dir noch was zu sagen? Ich brauche ihn da, wo er ist. Ne, hier haben wir auch schon alles überprüft, ne? Er hat eine tiefe Wunde am Hals. Okay, das hatten wir echt schon. Notizen. Er wird mir nichts sagen. Er ist tot und seine Leiche ist vollkommen blutleer. Wahrscheinlich eine falsche Fährte. Das war auch schon mal gut, wenn wir eine falsche Fährte haben, weil dann müssen wir nicht zig Fährten hinterhergehen. Und Pater Mikey, der ist auch durchgestrichen. Seine Reaktion auf die Nägel war glaubwürdig. Wenn er die Leiche fortgeschafft hätte, hätte er gewusst, dass Sir William am Leben war. Ich streiche ihn von der Liste. Okay. Sonst bei denen ist nichts neu. Dreist. Ja. Und hätte er den... Okay. Das ist ja noch... Sir William wurde lebendig. Dann hätte er den... Nee. Okay. Dann gehen wir mal die Fußspuren sichern. Das können wir ja jetzt. Da haben wir ja Wasser, um den Gips anzufeuchten. Hast du noch was entdeckt, Carter? Ich würde wiederkommen, wenn ich... Okay, nee. Dann gehen wir mal durch das Tor. Hier war ein Fußabdruck, ne? Ja. So, dann den Gips hier ins Wasser einfüllen. Das Anrühren ist ein Kinderspiel. Ja. So. Das ging ja mal wieder schnell. Da ist zu viel Erde drin. Das geht jetzt nicht. Ach so. Wozu haben wir einen Pinsel? Das müsste reichen. Jetzt war auch... Na gut, nee, dann hätte man den Fußabdruck beschädigt. Ich muss einige Minuten warten. Okay. Waren wohl genug Minuten gewartet. Wäre ein Schuhabdruck. Des zweiten Schuhabdrucks. Habe ich hier einen übersehen, oder was? Tatort. Tatsächlich. Gott, bin ich blöd. Ich wäre kein guter das Polizist. Müsste reichen. Ich übersehe irgendwelche Spuren. Ich gut, muss einige Minuten warten. Gut, dass Briske das aber sofort weiß, dass es hier noch einen Schuhabdruck gibt, ohne den gesehen zu haben. Finde ich sehr toll von ihm. Kein Wunder, dass er... Der Inspektor, ich weiß es gerade gar nicht. So, jetzt können die doch vergleichen, ob sie selben sind. Und das sehe ich jetzt schon, der hier geht mehr nach oben, das sind nicht dieselben. Die beiden Abdrücke stammen von unterschiedlichen Schuhen. So, so. Obduktionsbericht. Den habe ich auch noch. Aber sagt da nichts mehr zu? Sein Tagebuch? Sir William verkauft es. Okay, das hatten wir auch schon. Ja, ist gut. Das Ausweis des Detectives. Ja, den haben wir auch endlich. Zigarettenstummel. Können wir den endlich mal aufrollen? Jemand hat den in der Nacht weggeworfen. Weil so langsam geht der mir auf den Sack und ich will den endlich mal aufrollen. Kann ich aber noch nicht machen.
bin dafür, es wäre Zeit, den langsam mal aufzurollen. Ja, ich glaube, so lange geht das Spiel jetzt auch gar nicht mehr. Ich glaube, so. Ah, nur so drei Aufnahmesessions oder so. Ja gut, das klingt jetzt auch nicht gerade wenig, aber trotzdem. Ich werde wieder. Hier von ihm brauchst du nichts. Kannst du mir die Schuhabdrücke zeigen? Auch nicht. Schuhabdrücke will er nicht haben. Dann haben wir auch das Polizeirevier. Vielleicht ist ja dieser Nathaniel Forrest oder so auch mal inzwischen geschnappt worden. Was sogar noch wieder hieß, mein Gott. Hallo. Nö. Will ich dir die Schuhabdrücke zeigen? Auch nicht. Was soll ich denn jetzt mit denen? Immer noch Gips. Oh Gott, gibt's da noch einen Schuhabdruck? Wir gehen mal wieder. Schau mich nochmal genau um, ob ich nicht doch noch einen übersehen habe. Ah, vielleicht auch bei den Louis nochmal Bescheid sagen, dass der Hausarzt tot ist. Vielleicht auch eine Möglichkeit. Man sieht an den Teil des Spiels, erinnere ich mich gerade nicht mehr ganz so gut. Vorher habe ich mich ja immer noch recht gut erinnert, was man alles noch machen muss. Ich glaube, weil ich den Anfang auch mal irgendwie vor kurzem mal gespielt habe. Das heißt vor kurzem, also nicht vor allzu langer Zeit. Aber hier kann ich mich gar nicht mehr dran erinnern irgendwie. Ja, nicht, ist jetzt auch übertrieben. An manchen Bruchstücken erinnere ich mich schon, zum Beispiel, dass man den Gips, das Wasser da in die Schachtel einfüllen musste. Mein Gott, deutsche Sprache, schwere Sprache. Und ja, mit den Fingernägeln, dass man die dem Pater zeigen musste. Aber ansonsten. Hallo Dienstmädchen. Ach, dass sie sich immer erst umdrehen muss. Okay, nee. Sieht wohl keinen, dass er tot ist. Soll ich jetzt auf ein Revier melden? Ach nee, vielleicht dem Dingens sagen. Nee. Der Pater Mikey wollte ja noch mit uns sprechen. Ja, ich vergaß. Gott, ich habe da zuerst vor irgendwie 3 Tagen die letzte Aufnahmesession gehabt, ne? Und dann weiß ich da schon wieder nicht mehr, was da passiert ist. Ah. Oh. Mein Gott, ich weiß, das ist doof mit dem Inventar. Wenn man dann raus will, dann ploppt das einfach auf. Nicht sehr nett von dem Inventar, finde ich. Muss nicht sein. Hallo, Pater. Möchten Sie mir noch etwas sagen? Ja. Sie haben an diesem Abend etwas gesehen. Habe ich recht? Nein, aber ich habe etwas gehört. Einen Kampf, jemand schrie. Wissen Sie, wer das war? Ihr Totengräber. Ich weiß es wirklich nicht. Ich habe versucht, es zu vergessen. Ich war verrückt vor Angst. Ich schloss die Tür und stopfte mir was in die Ohren. Ich betete laut, um den Krach draußen zu übertönen. Ist das alles, was Sie mir sagen wollten? Nein. Vorher, während der Beisetzung, habe ich etwas gesehen. Vielleicht ist es nicht wichtig, aber Dr. Stewart stritt sich eindeutig mit Lady Miriam. Er verlangte energisch etwas, aber sie lehnte offenbar ab. Wissen Sie, worum es bei dem Streit ging? Konnten Sie Worte verstehen? Ich hatte den Eindruck, dass er in den Sarg schauen wollte und die Herrin das ablehnte. Ja, so könnte es gewesen sein. Jetzt, da ich weiß, dass Sir William... Es muss so gewesen sein. Sie glauben also, er wollte sicher gehen, dass Sir William wirklich tot ist? Ja, das würde Sinn machen. Das erklärt, warum Dr. Stewart nach dem Begräbnis nicht nach Hause gekommen ist. Er ist in der Nähe des Friedhofs geblieben und hat gewartet, bis alle gegangen waren. Sein Gewissen plagte ihn und offenbar bezahlte er dafür. So, dann talken wir jetzt nochmal mit der Lady Miriam. Die hat ja jetzt schon ein bisschen was zu erklären. Zum anwesenden Louis. Vielleicht können wir da auch mal persönlich sprechen. Über das Telefon finde ich mir richtig bescheuert, dass wir diesen Luxus gönnen. Wie gesagt, ich würde ein bisschen mehr Druck machen. Würde mich nämlich nicht so verarschen lassen als Polizist. Den Tod des Arztes bekannt geben. Sagen Sie der Herrin, dass Mr. Stewarts Leiche gefunden wurde. Ich glaube, ihr sagt der Name was. Oh je.
Ist es noch nicht vorbei? Noch lange nicht. Ich sage es ihr sofort. Wenn das die alte Dame nicht dazu bringt, ans Telefon zu gehen, dann weiß ich auch nicht. Wenn wir ja gleich sehen, ob sie das tut. Natürlich, erst kommt wieder diese schicke Taschenuhr. Ich hätte auch mal eine. Aber nur zum Spaß. Muss man immer aufziehen, das war zu nervig. Helen ruft sie gleich an. Ihre Nachricht hat sie sehr aufgeregt. Das tut mir leid. Ja, und dann ging die immer so ungenau, weil wenn man das mal vergessen hatte, dann, ja, dann war sie schon wieder 5 Minuten nach oder so. Aber so sah recht hübsch aus. Ja, Madame, ich höre genau zu. Ich möchte Ihre Privatsphäre nicht verletzen, Madame, aber Sie verstehen sicher, dass die Umstände, unter denen die Leiche Ihres Enkels verschwand, so ernst sind. Genau, Mr. Stewart, Ihr Hausarzt, ist tot. Wann haben Sie ihn zum letzten Mal gesehen? Und haben Sie mit ihm gesprochen? Ich habe einen Zeugen für Ihren Streit. Hat er Sie um eine weitere Untersuchung von Sir Williams Leiche gebeten? Das war kein Unsinn, Lady Lewis. Ich habe Beweise dafür gefunden, dass Sir William, Ihr Enkel, noch gelebt hat. Er wurde in der Tat lebendig begraben. Es tut mir wirklich leid, Ihnen das mitteilen zu müssen. Madame, Lady Lewis, alles in Ordnung? Miss, laufen Sie schnell zu Ihrer Herrin. Bringen Sie ihr ein Glas Wasser oder etwas Stärkeres. Oh Gott, Lady Miriam! Sie können ja laufen. Er ist nicht gedacht. Lady Lewis! Gott sei Dank. Geht es Ihnen gut? Ich habe das Mädchen zu Ihnen geschickt. Es tut mir wirklich leid, aber alle Beweise deuten darauf hin, was vermutlich in der Nacht geschah, in der Ihr Enkel begraben wurde. Ich kann mir nicht erklären, warum Ihr Arzt Sir William für tot erklärte und dann offenbar seine Meinung änderte. Aber es ist eine gesicherte Tatsache, dass Ihr Enkel nicht tot war. Ich erspare Ihnen die Details, meine Dame, aber ich gebe Ihnen einen gut gemeinten Rat. Ich möchte Ihnen einen meiner besten Wachleute schicken. Er wird Sie beschützen und eingreifen, falls erforderlich. Mir ist klar, dass Sie das nicht wünschen, aber es besteht die Möglichkeit, dass Sir William lebt und zurückkommt. Nein, natürlich werde ich ihn nicht jagen. Er hat einen furchtbaren Schock erlitten und braucht medizinische Hilfe. Aber gleichzeitig kann ich nicht ausschließen, dass er aggressiv ist. 2 Menschen sind gestorben, Madame. Gut, das ist Ihre Entscheidung und ich werde Sie respektieren. Aber ich muss Sie warnen. Wenn Sir William nach Hause zurückkehrt, informieren Sie unverzüglich das Polizeirevier. Auf Wiederhören. Also ich finde das ja echt doof, dass man nicht die andere Seite mal hört. Ihre Reaktion war überzeugend. Traurig, dass ich es ihr auf diese Weise sagen musste. Aber ich musste sicherstellen, dass sie nichts mit dem Fall zu tun hat. Weil manchmal ist es nicht sehr eindeutig, wie jetzt so ein Gespräch verlaufen ist. Und dann frage ich mich manchmal, was hat er jetzt eigentlich wirklich erfahren? Das finde ich ein bisschen doof. Hätte man, keine Ahnung, in den Untertiteln mindestens was Vernünftiges schreiben können, anstatt unverständliche Frauenstimme Nummer 2 oder so. So, Lady Miriam ist jetzt auch ausgeschlossen, wie es aussieht. Sie hat nichts mit dem Fall zu tun. Es tut mir leid, dass ich ihr so viel Ärger bereitet habe. Ich streiche sie von der Liste. Und die Theorie da oben ist weg. Wahrscheinlich eine falsche Fährte. Ach okay, da sagt er das sofort. So, jetzt bleiben nur noch an Dingenskirchens Zeitungsente, Monster erweckt, Rollzug gegen ein Monster und ein Verrückter auf freien Fuß, obwohl ich die Zeitungsente wirklich gesagt auch ausschließen würde. Das Experiment mit dem Hund zeigte, dass... Okay, das habe ich glaube schon mal angeklickt. So. Ich hätte aber gern mal diesen Forest endlich aus Revier bestellt. Habe ich nämlich schon vor einigen Folgen gesagt, dass ich den gerne da haben möchte. Kann ich den... Soll in dem Kapitel sein? Okay. So, ich mag den Typen einfach nicht. Der sitzt da den ganzen Tag rum. Ne? Und wenn man den sagt, er soll mal irgendwas machen, dann macht er gar nichts. Solange er unter sich direkt in Reichweite seines Sitzes ist, kümmert er sich nicht darum. Das finde ich großartig.
Hast du was gefunden? Ich werde... Nein. Na toll. Ist denn eigentlich... Jemand hat den in der... Ich will den endlich mal aufrollen. Ich hab keinen Bock mehr auf den. Das nicht? Verdammt. Konstruiertes Foto. Das Foto wurde auf... Der Reporter muss einen sehr guten... Na gut. Menschliche Fingernägel, wozu brauche ich die eigentlich noch? Siegelausweis, Schlüsselbund mit 3 Schlüsseln. Der Williams Tagebuch. Angerührter Gips. Ach, was habe ich denn nun schon wieder vergessen? Und was habe ich wieder vergessen, denke ich? Vielleicht die Frau von dem Dr. Stewart auch noch anrufen und ihm sagen, dass ihr sagen, dass ihr Mann tot ist. Das könnte auch noch eine Möglichkeit sein. Es ist noch nicht... Okay. Vielleicht passt ja der Archivschlüssel zu der Kiste. Keiner der Schlüssel passt hier. Schade. Kann ich die genauer untersuchen? Dann kann ich nicht... Sagt er da jetzt was anderes, außer dass sie nicht zusammengehören? Ja, gut. Nee, tut er nicht. Eine Spur muss ich aber übersehen. Ach, Funktionsbericht, echter Diamant. Kann ich mit denen noch irgendwas machen? Nee. Fingernägel untersuchen? Nein, auch nicht. Zigarettenstummel untersuchen? Nein, auch nicht. Ja. Mal was denn im Archiv nachlesen? Wissen wir nicht was? Okay, kann ich überhaupt noch was machen im Archiv? Nee. Dann gebe ich dem vielleicht mal den Schlüssel zurück. Nee, doch nicht. Muss ich gar nicht machen. Das Büro. Du hast mir nichts zu sagen, hä? Nö. Fauler Sack. Was habe ich denn nun schon wieder übersehen? Verdammt. Und nochmal genau auf dem Friedhof umgucken. Mal hier nochmal. Hab ich da was übersehen? Nee. Ein Mann könnte sich darum kümmern. Okay. Ich brauche ihn. Ja gut. Hier mit der Luke vielleicht mal genauer. Nein. Der Pinzette. Ihn sauber machen. Nein. Stoffstück auf dem Mund legen. Oh. Der Stoff stimmt nicht mit der Kleidung überein. Es war nicht dieselbe Person, die mit dem Hund des Totengräbers gekämpft hat. Okay, was es jetzt weitergebracht hat, den in eine Qualm lassen? Nee. Im Foto auch nichts. Die Fingernägel, der die Finger reiben? Nö. Ihm unseren Dienstausweis zeigen, damit er weiß, dass wir Detectives sind. Nein, das auch nicht. Ihn mit dem Tagebuch schlagen? Nein, auch nicht. Ihn den Diamant auf die Augen legen? Nein, das will er auch nicht. Obduktionsbericht. Wozu habe ich denn noch den Obduktionsbericht? Ihn eingipsen? Nö. Ah, vielleicht seine Fußabdrücke untersuchen. Nein, ich bin sicher, dass es nicht seine Schuhe waren, die den Abdruck vor der Kirche hinterlassen haben. Okay. Nein, ich bin sicher, dass es nicht seine Schuhe waren, die den... Okay, also er war da nicht überall. Okay. Okay, ich dachte, es ladet jetzt irgendwie eine Aktion oder so. Hat er Malky Schuhe überprüfen? Ja, das geht sogar. Nein, ich bin sicher, dass es nicht seine Schuhe waren, die den... Okay. Da sagt er jetzt genau dasselbe, oder? Hallo? Würdest du die mal... Ich klick das nicht die ganze Zeit weg, er macht nur einfach nichts. Also heißt das scheinbar auch nein. Hier willst du einen Obduktionsbericht lesen? Nein, auch nicht. Ich will Forrest jetzt endlich auf dem Revier haben. Okay, Carter war also... Carter schließen wir direkt aus.
Das wäre auch, ne, wenn es jetzt herauskommt, dass Carter der Mörder ist. Wäre voll lustig. Willst du mir jetzt den Typen liefern? Nein, auch nicht. Das geht auch nicht. Er war also scheinbar auch nicht. Man merkt es vielleicht, weil ich bin wieder ein bisschen planlos. Ha. Kette? Bloß, ich hab jetzt wieder diese Kette übersehen. Was ist das? Eine Kette? Wen bellt der Hund an? Wenn ich den Kanal, dann vielleicht seine Kette. Ah, ne. So, ist er wieder... Wie soll man darauf kommen? Was ist das? Ich hätte es fast übersehen. Ohne diesen Hund hätte ich das nie bemerkt. Ah. Ich hätte es ohne die Hotspot-Anzeige nie bemerkt. So, sind das dieselben? Wenn ich sie zusammensehe, scheinen sie identisch zu sein. Aber eine solche Untersuchung reicht nicht aus. Ein absolut Polizeirevier. Ah, das ist dann wieder so eine Kleinigkeit, die man dann übersehen hat und wegen der kommt man dann nicht weiter. Das ist dann immer so, na, Frust. Aber egal. So gibt es ja die Hotspot-Anzeigen, auch wenn das irgendwie, keine Ahnung, das ist irgendwie Schummel. Aber egal. Ab und zu kann ich die auch mal einsetzen. Vollkommen identische Proben. Aber das bedeutet, wer auch immer vom Hund des Totengräbers gebissen wurde, konnte entkommen und muss durch den Kanal geflohen sein. Es wäre hilfreich zu wissen, wo er seine Kleidung nähen ließ. Wenn es Sir William wäre, müsste ich seinen Schneider finden. Hoffentlich ist das nicht allzu schwierig. Ah, wir haben doch sein Tagebuch. Vielleicht hat er da eingetragen, wer sein Schneider ist. Was ist mit dem Schneider-Atelier? Ja, da ist es. Das Atelier in der Wilson Street. Nur teure Sachen. Dann sehen wir uns das doch mal an. So, sehr gut. Jetzt haben wir endlich wieder eine Spur. Hallo. Ist mir immer noch nichts zu sagen. Ich will immer noch, dass er mir den Forest abliefert. Weil ich habe den, keine Ahnung, vor 2 Aufnahmesessionen oder so schon dem hinterher geschickt. Das Atelier eines angesehenen Schneiders. Hier wurden Sir Williams Anzüge genäht. Sieht ziemlich leer aus wie die Gasse. Auch nicht gerade gut für Kundschaft. Sieht nicht so aus, als abgeschlossen. Würden hier viele Menschen direkt vorbeikommen, ein Mülleimer. Ich habe schon Schlimmeres durchsucht als Müll. Ja, dann durchsuch mal. Und? Seltsam. Jemand hat die Zeitung von heute mit dem Artikel über das Verschwinden von Sir Williams Leiche weggeworfen. Ich wette, dieser jemand steht gerade am Springbrunnen und versucht, sich zu beruhigen. Der Schneidermeister. Er sieht sehr verängstigt aus. Er bespritzt sich mit kaltem Wasser und versucht, sich zu fassen. Ja, das ist doch schon mal verdächtig. Finden wir mal raus, was ihm Angst macht. Entschuldigen Sie, ist das die Wilson Street? Ich suche ein Schneideratelier in der Wilson Street. Sie stehen schon drin, Sir. Briscoe. Detective Briscoe. Aha. Wie kann ich Ihnen helfen, Sir? Verzeihung, aber Sie sehen aus, als seien Sie dem Tod begegnet. Nein. Warum? Überhaupt nicht. Ich bin nur den ganzen Tag im Atelier und brauchte mal eine Pause. Das ist alles. Das kann ich verstehen. Jeder braucht Entspannung. Genau. Ball hinsetzen, die Füße hochlegen. Ja, ja. Eine Zigarette rauchen und vielleicht die Zeitung lesen. Ja, jeder hat das Recht dazu. Wollen Sie mich verhaften, weil ich eine Pause mache? Nein, natürlich nicht. Dann tun Sie mir den Gefallen und fragen Sie kein dummes Zeug.
So, das mit der Zeitungsartikel frage ich aber erst in der nächsten Folge, denn diese ist in 50 Sekunden vorbei und deswegen sage ich Tschüss, bis zum nächsten Mal, wenn es wieder das Let's Play Alter Ego.